Gerade noch in der Ecke da, aber. Nee, da ist alles kaputt. Und da hinten kommt der Gargoyle. Okay. Ich werde die Folge auf jeden Fall total planlos nennen. Eine ganz große Optionalwarnung. Wer sich dann noch anschaut, der darf hinterher nicht meckern. Okay, also. Diese Ursprungstür finde ich nicht. Oder war sie das da unten, wo es runtergeht? Mit dem Keller. Ja, ich glaube schon, dass sie das war. Da war doch dann so, habe ich noch von dieser Abkürzung geschwärmt, dass ich weiß, wo die hinführt und so. Die war doch da unten. Da. Mal gucken, ob ich recht habe. Weil in der Kapelle war es nicht. Ich nenne es einfach mal Kapelle, dieses andere Gebäudeteil. Noch 7 Schuss. Und wir heilen uns wieder sinnlos. So, gucken wir mal auf den Schaden von Galahads Schwert. Ach, der ist okay, der ist okay. Nichtsdestotrotz wird ja der Schwertskill dadurch erhöht. Und ich bin guter Dinge, dass wir dieses eine Schwert da von der Statue noch bekommen. So. Na, mach ihn, Zombie. Wow. Mann, er hat mich zurückgeschlagen. Ja, ist schön. Das zweite Mal ist er immer gleich hintereinander dran. Das scheint nun zur Regel zu werden. So. Trockennahrung. Können wir uns nun hoffentlich... Ah ja, da hinten können wir runter. Genau. Dass wir nun endlich mal weiterkommen, Mensch. Ja, genau. Ich meine, diese Tür da, wenn die aufgehen würde, bekommen sie nicht auf. Okay. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Hätte ja sein können, dass jetzt, wo sie zu dritt sind, die Tür mit vereinten Kräften aufbekommen. Aber ist jetzt egal. Ich schaue mich jetzt hier um. Ach, jetzt weiß ich's. Guckt mal an, dieser Ort. Nee, ich will jetzt nicht. Ich habe rein gar nichts erreicht. Dann will ich auch nicht speichern. Aber hier ist Wasser. Weihwasser fließt hier. Hm. Das will sie nicht in die Flasche. Das ist schade. Ich will nicht speichern. Ich will in die Tür. Mensch. Okay, die geht immer noch nicht auf. Die andere ging aber auf, das weiß ich. Und ich weiß dann auch, dass wir wieder ins alte Gebiet kommen. Was war denn hier nochmal? Da war irgendwas drin, gell? Ah, ne. Ach, das. Seltsame Kreatur. Hast du den Forschungsbuch? Die Emigre-Schrift Roger. Ah, Leute. Das Ding, das hilft uns. Das sagt uns immer ungefähr, wie es weitergeht. Das ist doch mal nett.
Wenn wir nochmal so ein Blackout wie bisher hatten, einfach dahin gehen. Also, wir müssen dann, falls Roger Bacon noch am alten Ort ist, in die Bibliothek. Das weiß ich noch. Der Knacker hockt in der Bibliothek. Hockte, zumindest. Der will natürlich die Schrift sehen. Als wir das letzte Mal mit ihm geredet hatten wir sie noch nicht. Nee, haben wir die Schrift überhaupt? Aber ich weiß, dass wir in der Zwischenzeit irgendwas geholt haben. Zumindest mehr Infos darüber. Und daraus könnte sich ja nun ein neues Gespräch entwickeln. Und vielleicht lässt er uns ja erst dann in dieses eine Gebiet, wo es auf wundersame Weise momentan heißt, das Innere. Ihr wisst schon, ne? Vielleicht brauchen wir einfach nur diesen Story-Trigger. Ja, ich bin guter Dinge, dass es jetzt in der Bibliothek weitergeht. Die Flasche auffüllen. Ich weiß nicht. Ich hab noch eine andere Stelle im Kopf, wo man, glaube ich, was auffüllen konnte. Das war weiter am Anfang, aber vielleicht finden wir es durch Zufall noch. Okay. Das war doch mal ein schöner Schaden. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Schwert wäre ganz. Durchaus. Kellerkondor, ja. Über die Brücke. Dann geht's nochmal gleich raus und dann kommen wir definitiv ins alte Gebiet. Das Hängen hat ein Ende, Leute. Vielleicht ist ja Roger Bacon. Ach genau, ich schaue mir nochmal das Grab an. Weil wir haben ja immer noch St. Daniels Arm. Nee, aber die wollen den Arm immer noch nicht ablegen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Doch. Dass wir den immer noch mit uns rumschleppen wollen. Seltsam. Ja klar. Gegner. Wie viel Muni haben wir noch? Noch 4. Ah, okay. Tschüss, Rabe. Oder Vogel. Was auch immer. So, die Gegner sind nur noch lästig, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab Accessoires, die Gegner etwas fernhalten. Wäre jetzt schon fast eine Überlegung wert. Aber ihr seht's ja, Level geht immer noch recht gut. Also beschweren wir uns mal nicht. Ich brauche Whisky, Leute. Okay, da hinten ist Charlottes Grab. Das brauchen wir definitiv nicht mehr. Hätte ja sein können, dass Roger hier irgendwo rumsteht wieder. Aber nee, er ist nicht da. Also gehen wir weiter Richtung Bibliothek. Ja. Ja. Das alte Gebiet. Leute, das alte Gebiet, warum geht die jetzt da nicht hoch? Ich will keinen Gegner hier. Warum? Oh, ich dachte schon.
Das alte Gebiet, ich werd verrückt. Wir sind doch noch hier, oh Mann. Die Wand ist eingebrochen. Da links war nur so ein Rätselraum, ne? Ja, ja, stimmt ja, stimmt ja. Ist alles... Ja, okay. Bibliothek. Leute, es geht endlich weiter. Wo war die Bibliothek? Wo war sie? Links oder rechts? Laden, warten, heilen. Und laufen. So. Ja, tut mir leid, wenn ich mich etwas öfters räuspern muss. Nicht wahr? Aber nur wegen dieser kleinen Erkältung wollte ich jetzt nicht das Let's Play diese Woche ausfallen lassen. Sowas gibt's bei mir nicht. Noch versteht man mich ja. Noch ist die Stimme nicht weg. Natürlich ein Vorteil für die Let's Player, die weit im Voraus aufnehmen. Aber ich möchte das eigentlich vermeiden. Also länger wie eine Woche dazwischen möchte ich nicht haben. Denn so auf die Art wirkt das einfach etwas live. Etwas mehr live, behaupte ich mal. Und wenn ich mal hängen sollte, dann könnt ihr mir als Zuschauer, die das Spiel vielleicht besser kennen, theoretisch auch wirklich helfen. Wenn ich aber an der Stelle hänge und in Wirklichkeit schon zig Spielstunden weiter bin, dann bringt's das ja nichts. So. Das ist die falsche Bibliothek. Das ist nur das Archiv. Zurück. Da müsste jetzt die Uhr kommen. Aber da hoch ging's nicht zur Bibliothek, oder? Also zu der Roger Bacon Bibliothek meine ich jetzt. Was war da oben? Ich gehe erstmal die Treppe hoch. Was war da oben? Okay, du Gnom. Mein zweitletzter Pfeil geht an dich. Oder vielleicht auch nicht. Kann James die Sache regeln? Nicht ganz. Okay. So, Treppe hoch. Mit guter Hoffnung. Guter Egger, bitte. Geh doch die Treppe hoch. Mein Gott.